So, ganz kurz, es ist Samstag, normal bin ich gar nicht in der Arbeit, aber egal. Wir machen mal jetzt mal ganz kurzes Video zu dem Teil hier, dem Schrottkeller, wo sich vielleicht der ein oder andere denkt, hey, was ist das für ein Scheißdreck? Das brauche ich nicht. Theoretisch könnte das stimmen, praktisch habe ich halt genau das Gegenteil erlebt. Ich habe zwei iPads da gehabt, der R2 und ein Pro 10.5 Kurzschluss, wie sie es hier meinen. Ich schwöre, ich habe den Kurzschluss nicht gefunden, habe ich beim iPad auch noch nie gehabt. Ich habe den nicht gefunden, nur aus dem Grund habe ich mir das Ding bestellt. Ich habe es damit repariert in 5 Sekunden, alle zwei. Wie und warum und wieso und wie das so geht, das zeigen, schauen wir uns jetzt mal ganz kurz an. An einem iPhone 7. Ja, was ich euch jetzt verwerte sage, das müsst ihr einfach mir glauben oder auch nicht. Das ist eine Mega-Shock-Platine, egal. Hier ist Testpoint WDD-Main. Wir haben hier einen Widerstand von jetzt 2,4 Megaohm. Wenn ich das umpole, 2,8 Megaohm. 2,48 Megaohm. Passt. Wir werden jetzt hierher gehen und werden uns jetzt hier mal einen Kondensator überbrücken. Das ist ein Qualcomm 7. Dann schauen wir uns mal das an, wo wir hier die Main haben. Dann überbrücken wir uns den Kondensator und schauen wir mal, was dieser Shortkiller macht. Das heißt, wir gehen hier oben auf WDD Main. Gehen wir hier vielleicht auf die Rückseite, da haben wir am meisten Möglichkeiten. Hier unten haben wir sogar auch noch mal einen Testpoint. So, und jetzt können wir fleißig rumbrücken, wo wir mal lustig sind. Schauen wir mal. Nehmen wir vielleicht den da. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach den Kondensator hier. Scharf ist es auch nicht hier. Jetzt ein bisschen Flussmittel hier drauf. Ein bisschen Lötzinn. Und überbrücken uns einfach mal den Kondensator. Müssen wir hier schauen, dass wir realistisch bleiben. Das Gerät kann jetzt nicht 3000 Ampere erzeugen und wird uns deswegen keine unrealistischen, komischen Kurzschlüsse hier rausknallen, die wo einfach hingefakt hat. Das heißt, wir werden jetzt hier maximal zweimal den Draht rüberlegen. Wenn das hier so will, wie ich das auch will, dann vielleicht schon, ansonsten eher nicht. Das ist wieder unglaublich. So, machen wir das mal so. Gut. Das schaut gut aus. Und weil wir so lustig sind, gehen wir ja gleich nochmal zurück. Dann hat er es doppelt schwer. Sehen darf das keiner, ja? So, jetzt. Ich habe noch irgendeinen grünen Rahmen. Den würde ich gerne noch entfernen, weil der stört mich hier. So, jetzt. Also, wir haben das jetzt hier mal kurz geschlossen und können deswegen jetzt keine 2,4 oder 2,8 Megaohm mehr messen, sondern wir messen hier noch auf den Testpoint. Ganz kurz klotzen. Das war der innere. Auf den Testpoint noch 0,5 Ohm. So. 0,5 Ohm, Kurzschluss wie die Gemengen. Was machen wir als erstes? Das ist auch unscharf, gell? Das kannst du alles vergessen. Wir stecken mal das Ding an unser Netzteil an. Irgendwo zwischen 15 und 20 Volt. Dann läuft das ordentlich. Der Modus, wie Sie es hier sehen, ist vorher eingestellt. Schließen wir hier unsere Ground-Klemme einfach an Ground an, am besten hier auf den NAND.
Und dann schauen wir mal, was passiert. Weil wir müssen jetzt nur noch eins machen. Wir müssen jetzt nur noch diese Mesh-Spitze nehmen mit dem Startknopf und gehen dann auf irgendeinen Punkt von VDD Main und schauen uns dann einmal an. Ich verstehe nicht, hier ist immer noch so ein komischer grüner Rahmen. Naja, wird schon gehen. Und schauen wir uns dann einmal an, was hier oben passiert und wie das Teil überhaupt arbeitet. Also. Ich gehe mal auf den Testpoint. Das war noch nichts, ich will noch nicht anfangen. Ich gehe noch mal auf den Testpoint. So, und dann geben wir mal Gas. So, jetzt ist der Kurzschluss weg. Jetzt schrittweise noch. Wir steigern auf 2,4 Volt, 2,9 und dann 3,6. Und dann erhöht sich natürlich auch die Amperezahl. Aber unser Kurzschluss ist weg. Der hat uns praktisch jetzt hier diese zwei Drähte komplett durchgebrannt. Sieht man das? Ich muss das wirklich mal wieder einstellen. Ich mache kaum noch Videos. Das ist halt das. Die sind jetzt hier durch. Ja. Unser Kurzschluss ist also weg. Wir brauchen jetzt auch nicht großartig messen. Also ich kann jetzt hier messen, aber der ist weg. Und so einfach funktioniert das. Ja, das passt. Was sollen wir jetzt hier noch sagen? Von der Funktionsweise, glaube ich, dürfte es klar sein. Was ich noch dazu sagen will, ist vielleicht, dass man dann natürlich trotzdem jetzt nicht das Ding kaufen sollte. Und man kann dann alles. Ich persönlich benutze den auch mit Sicherheit nur für VDD Main, VCC Main. Alle anderen Lines, die wo weniger abkönnen, ist mir ganz ehrlich zu gefährlich. Vielleicht, wenn es dann eh egal ist, dann kann man es mal ausprobieren. Ich habe jetzt nichts da, wo ich ausprobieren kann. Bloß wenn nachher 30 Ampere über irgendeine 1V8 Line laufen, weil man irgendwas falsch gemacht hat, dann ist es vielleicht schlecht, weil dann ist das Gerät kaputt. Gut, was ich noch sagen will dazu, und dann war es auch schon wieder, weil das geht relativ schnell, jetzt waren 7 Minuten. Das Ding ist mega geil, wirklich mega geil, also für sowas, wie gesagt, das wie mit den iPads, mega krass. Allerdings sollte man wirklich dann die Kondensatoren, die wohl defekt sind, auch wieder zurücklöten bzw. austauschen. Weil jetzt kommt bestimmt der ein oder andere Mega-Hans und denkt sich, wow, ich bin der Coolste, ich mache iPhone 10, Kurzschluss in die Platine, ich kann die Platine aber nicht zerlegen, weil ich es einfach nicht drauf habe, ich mache einfach mit dem Ding den Kurzschluss weg. Das geht schon, aber das ist echt Fusch, Leute. Also ganz ehrlich, nicht machen. Ich wünsche euch was. Das war's. Shortkeller. Gibt's nicht mehr zu sagen. Von der Funktion. Mega geil. Haut's rein.